fahre heute zu Dirk Kaftan. Das ist der Chefdirigent und künstlerischer Leiter, Generalmusikdirektor des Beethoven Orchesters Bonn. Und der bereitet gerade viele spannende Projekte vor für die neue Saison. Und ich bin sehr gespannt, ihn zu treffen. Coole Karre, ne? Oper Bonn, wir kommen. Ja. Ja. Du weißt, wo es lang geht. Ich hoffe, ja. Ja, wir fahren nach vorne rechts. Ja. Ach, guck mal, da ist die Beethovenhalle. Ah, ja. Hast du schon mal gesehen? Ja, apropos Auftritte. Anspannung schon wichtig, ne? Egal von ja, ja. Also ich, für mich ist immer tatsächlich der Tiefpunkt vor der ersten Probe. Eigentlich fällt immer nach der Generalprobe von mir eine Last ab, weil ich weiß, so jetzt geht es nur noch darum, loszulassen. Dirk, was macht eigentlich ein Dirigent? Ja, eigentlich nichts. Ne? Kommt ja nichts. Kommt nichts raus. Genau. Das ist ein handwerklicher Beruf, den man erlernt. Ich bin den auch von der Pike aufgegangen, habe am Theater angefangen als Pianist, habe dann erste Produktionen mal dirigieren dürfen, Feedback von den Musikern bekommen, was nicht so geht und was vielleicht besser war. Und wenn diese ganze handwerkliche Ebene hinter einem liegt, ist es natürlich ganz viel Kommunikation in alle möglichen Richtungen, zum Orchester hin, zu den Musikerinnen und Musikern, aber auch in eine Stadt hinein, mit den Menschen, für die man es macht, mit der Politik zu begründen, warum man das macht, warum man dieses teure Gerät, Orchester überhaupt braucht in einer Stadt. Mhm. Und da ist es doch das Aufgabenfeld sehr, sehr komplex, aber auch sehr interessant. Ihr seid, das finde ich auffällig, auch ein sehr engagiertes Orchester. Also die Mitglieder sind sehr aktiv in zum Beispiel Orchester des Wandels, eine wichtige Initiative. Aber auch ihr als Orchester seid Goodwill Ambassadors der Vereinten Nationen. Was heißt das für euch? Also welche auch vielleicht aktivistische, wenn man so nennen will, Rolle spielt ihr? Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit der UNO auf drei Säulen auf. Die eine Säule fängt natürlich bei uns selber an, im Alltäglichen. Die zweite Säule ist die der Kommunikation durch Programme, indem wir durch bestimmte Programmzusammenstellungen immer wieder so zeigen, wie sehr wir als Menschen verknüpft sind mit diesem zyklischen Gedanken. Und die dritte Säule ist die der konkreten Projektunterstützung. Da haben wir ein sehr schönes Projekt, wie ich finde, zusammen mit dem Zoo Zürich und dem Verein Ebenholz, das sind Musikinstrumentenbauer, wo es darum geht, in Madagaskar Wälder aufzuforsten, aus denen einmal Raubbau betrieben wurde, zum Instrumentenbau. Also da geht es darum, Holz klingt einerseits, also der Klang ist Natur und die Natur ist Klang. Und das ist nicht nur symbolisch ein wunderschönes Projekt, sondern auch von dem, was es bewirkt dort vor Ort. Ein Werk, das das Leben oder das Lebendige, finde ich, auf eine einzigartige Weise porträtiert, ist die Turangalila-Sinfonie von Olivier Messiaen. Wir präsentieren das zusammen mit euch im Rahmen des Beethoven-Festes. Was meint dieses unglaubliche Werk? Ja, es ist ein Stück, was das Leben feiert, die Liebe feiert, am Tristan ansetzt. Aber die Idee von Wagner, dass wir irgendwo starten und irgendwo anders enden, komplett auflöst, weil wir in diesem Stück in einem Kreis treiben, in einem Zyklus uns befinden. Also wir fahren Höhepunkte nicht auf Kosten von irgendwelchen Ressourcen bei uns selber oder anderen, sondern diese Höhepunkte kommen aus diesem Konglomerat von Rhythmen und Melodien heraus, wie aus einer blühenden Naturlandschaft. Das schafft dieses Stück, uns wirklich ein neues zyklische Denken unter die Haut zu schieben und mitzugeben. Also ich habe das so empfunden, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, dass man wirklich ein anderer Mensch ist, wenn man diese Musik gespielt hat und hoffentlich auch gehört hat. Was erhoffst du dir für die Zukunft der Musik jetzt speziell auch am Beispiel von Bonn? Also was wäre ein wirklich nachhaltiges Musikleben für Bonn, sagen wir in 10, 20 Jahren? Das Ideal ist natürlich, dass eine Musikkultur gelebt wird, zu der alle Ja sagen irgendwie. Und dass man nicht das Gefühl hat, ja, das ist nur für einen ganz bestimmten Kreis und die machen sich da ein schönes Leben draus. Sondern unser Job und unsere Pflicht ist es, mit einer großen Offenheit auf möglichst viele Menschen zuzugehen. Und auch im Zusammenspiel der Institutionen,
ein gemeinsames Vielfaches zu schaffen. Und ich finde, da sind wir auf einem tollen Weg. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit euch und auf die gemeinsamen Konzerte. Danke für deine Zeit und ja.